Keine Angst, der will nur rumliegen. Willkommen in der wolligen Wunderkammer der Mira von Busekist. Bei der Designerin dreht sich wirklich alles um Pompons aus Wolle. Wenn ich immer sage, ich mache Softskulpturen aus Wollbommeln, dann werde ich erstmal immer sehr komisch angeguckt und denke immer, was macht die? Das ist ja sehr seltsam. Von wegen seltsam. Ob Tigerteppich, Pomponpuff oder ein wollener Adventskranz. Mira von Busekist verbommelt so ziemlich alles. Dafür nutzt sie feinste Merino-Wolle aus Italien, manchmal 55 Kilo für ein Design. Ich habe extra so ein System mir erarbeitet, wo es funktioniert, dass sie auch etwas zu beanspruchen ist. Das heißt, diese herkömmliche Mützenbommel hat mit meiner, glaube ich, nicht mehr so viel zu tun, außer dass man sie als Bommel noch erkennt. Ja. Dieses Spezialgerät hilft ihr bei den Spezialanfertigungen. Ein Pompon-Maker aus Japan. Mit dem kann sie komplizierte Muster herstellen. Wickeln muss sie trotzdem von Hand. Und das macht sie auch nach 10 Jahren im Bommelbusiness immer noch gern. Ich dachte ja immer, irgendwann kann ich das nicht mehr sehen. Aber es ist tatsächlich so, ich entdecke immer wieder Potenzial, was man damit noch machen kann. Gerade arbeitet Mira an ihrem neuesten Design, ein Leopardenkissen. Dafür braucht sie etwa 400 Bommel. Wickelt sie sich da nicht irgendwann einen Wolf? Ich mache die ja gar nicht mehr alle alleine, also ich schaffe das gar nicht mehr, sondern ich habe natürlich auch schon mittlerweile Handarbeiterinnen, die für mich wickeln. Wickeln, schneiden, legen. Jede einzelne Pompon-Frisur muss sitzen, damit am Ende alles stimmt. Schließlich sollen die Bommel wie ein echtes Fell wirken. Und einfarbig arbeitet die Designerin schon lange nicht mehr. Ich habe das irgendwann entdeckt, dass ich dachte, okay, man kann jetzt auch Blumenmuster bedingt natürlich, organische Muster reinwickeln, Streifen. Und ja, das ist fast ein bisschen zu einer Obsession geworden, dass ich jetzt versuche, egal was ich so finde, immer diese Muster reinzuwickeln. Wenn es ihr mal zu bunt wird, geht sie raus auf die Straße. In Berlin ist Mira von Busekist immer auf der Suche nach neuen Inspirationen. Für die Bommelleidenschaft hat sie ihre Karriere als Modedesignerin aufgegeben. Nach 14 Jahren in der Fashionwelt war es Zeit für was Neues. Das war mir nicht genug irgendwie. Ich musste irgendwie anderes kreieren. Und es ist schon so, dass ich das nach wie vor als ganz wichtig empfinde. Ne? Also die Mode oder Textil, weil ich habe ja das Textil im Sinne nicht verlassen. Ja? Ich habe es nur in einen anderen Bereich mitgenommen. Zurück im Atelier beginnt sie mit der nächsten Kreation. Dieser alte Flohmarkthocker soll eine pompöse Sitzfläche bekommen. Bis der Stuhl dann fertig ist, vergehen allerdings Wochen. Jedes Design ist wohl überlegt und einmalig. Ich glaube, da gibt es keine Grenzen. Also tatsächlich habe ich ganz, ganz viele Ideen noch. Und wie man sieht, also das geht vom Kissen bis zur Liegeinsel bis zu Hocker oder Stühlen. Für ein paar tausend Euro hat dieses Unikat bereits eine neue Besitzerin gefunden. Schließlich stecken auch 3 Monate Arbeit in all den bunten Bommeln. Das ist ein sympathisches, kleines Ding, was einen irgendwie immer wieder in die Kindheit versetzt, glaube ich. Mira von Busekist und ihre Pompons Deluxe. Von der Kindheitserinnerung zum Designobjekt. Was für eine Karriere!